Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ leicht gemacht. Es ist wieder Kartenzeit. Heute habe ich euch wieder einige verschiedene Kartengestaltungsmöglichkeiten mitgebracht. Und natürlich habe ich mir wieder zum Ziel gesetzt, so viele Karten wie möglich aus einem 30x30 Bogen herauszuwerkeln. Wenn ihr wissen wollt, was ich mir so Schönes ausgedacht habe und Spaß dran habt, dann bleibt dran, ich nehme euch gerne wieder mit. Jetzt kann ich euch die Karte auch mal etwas dichter in die Kamera halten. Hier habe ich mit zwei verschiedenen Designpapieren gearbeitet und einem zusätzlichen Mattungspapier. Meine Grundkarte hat die Maße 14,5 x 10,5. Um mir so eine Karte ja hintereinander weg zu erstellen und meinen 30x30 Bogen so gut wie möglich auszunutzen, stelle ich mir mal ganz gerne eine Schablone. Diese Schablone könnt ihr euch dann wieder kostenlos von meinem Blog ausdrucken. Hier habe ich die beiden Schablonenteile einmal aufgezeichnet. Ich klebe mir das persönlich immer ganz gerne auf so ein schönes Stückchen kräftige Pappe und so lässt es sich dann auch leichter nachzeichnen. Wie gesagt, die Grundmaße der Karte und die erste Mattung für meine Karte beträgt 10 x 14 cm. Auf der zweiten Seite habe ich euch noch mal so ein paar Musterbeispiele mit eingefügt, wie man so mit dem Designpapier jetzt noch weiterwerken könnte. An Materialien für meine Karte habe ich mir erstmal marinefarbenen Kartstock und flüsterweißen Kartstock rausgesucht. Das Designpapier hier wird mein Grundmotiv, das ich dann mit meiner Schablone jedes Mal zurechtschneiden möchte. Und diesen zweiten Bogen Designpapier habe ich mir ausgesucht, um den Hintergrund noch so ein ganz kleines bisschen zusätzlich mit aufzulockern. Wenn wir unsere Materialien dann soweit auch alle zusammen haben, dann kann es auch schon ans Zuschneiden gehen. Für meine Grundkarte benötige ich die Maße 14,5 mal gesamte Länge. Ja, so. Geht schon gut los heute. Also wie gesagt, einmal 14,5 cm und den zweiten Bogen werde ich mir auch gleich zuschneiden und einmal bei 14,5 cm anlegen. Dann drehen wir uns das Ganze wieder auf die lange Seite und falzen uns das bei 10,5 cm einmal in der Mitte. Dann nehme ich mir den flüsterweißen Kartstock und lege mir den mit der langen Seite oben wieder bei 14 cm an. Andere Seite auch gleich wieder. Und teile mir das Ganze bei 10 cm durch. Und das zweite Stückchen auch. So, jetzt haben wir uns gleich mal die erste Mattung erarbeitet und einen Einleger für den Innenbereich. Jetzt habe ich meine Schablone gleich mal noch nebenbei ein bisschen korrigiert. Ich habe euch nicht nur die erste, sondern auch die zweite und die dritte Mattung mit aufgeschrieben. Die zweite Mattung ist in diesem Fall jetzt unser Designpapier, das in den Hintergrund kommt, und das schneiden wir uns erstmal zurecht mit den Maßen von 9,5 x 13,5 und da schneide ich mir erstmal die 9,5 Streifen ab und dann teile ich mir das Ganze auf 13,5 cm. Genau. Und dann geht es zur dritten Mattung weiter. Da habe ich das Maß von 9 x 13,5. Und auch hier schneide ich mir erst wieder die 9 cm ab. Und dann die 13,5. Hier habe ich jetzt absichtlich 13,5 gewählt, da ich finde, das passt dann richtig gut auf die zweite Mattung oben mit drauf. Da ist dann kein Versatz mehr.
Jetzt kann das Schneid- und Falzbrett auch schon zur Seite und wir können mit der Schablone weiterarbeiten. Hier ist es eigentlich egal, welche von den beiden Seiten ihr gerne verwenden möchtet. Ich für meinen Teil fand es ganz praktisch, zwei Schablonen mit einem Schnitt zu erhalten. Gerade ja, wenn dann die Workshop-Zeit wieder losgeht, ist es immer ganz gut, wenn man zwei Schablonen hat. Also da könnt ihr euch jetzt eine auswählen. Ich lege mir die Schablone schön Kante an Kante an und ziehe mir hier eine kleine Markierung mit dem Bleistift und schneide mir das Ganze aus. So bekomme ich aus meinem 30x30 Bogen 6 Karten mit dieser Formation und 6 Karten mit dieser Formation. Und übrig bleiben dann 6 kleine Abschnitte und dieses lange Stückchen. Diese Teile kann man dann super gut noch für den Innenbereich als kleine Tasche für ein Gutscheingeld oder was man da so noch mit reinstecken möchte verwenden. Wenn wir soweit alles vorbereitet haben, dann lege ich mir schon mal meine Papiere so zusammen, um zu schauen, wie rum mir das am besten gefallen würde. Ja, das finde ich schon mal ganz gut. Und das Papier kommt ja da drunter. Und hier genau das Gleiche. Für die Kartengestaltung habe ich mir zwei Stempelsets rausgesucht. Einmal schönster Geburtstag, hier mit dem Nachträglichspruch, finde ich richtig gut, da man ziemlich oft ziemlich spät dran ist. Und natürlich dem Schmetterlingsset, wo auch dieser ja, tolle Rahmen hier drin ist, den man für viele andere Projekte auch super gut nutzen kann. Als allererstes werde ich mir jetzt erstmal ein paar Schmetterlinge aufstempeln und ausstanzen und das Ganze kolorieren. Wenn dann soweit alle zusätzlichen kleinen Accessoires hier ausgeschnitten sind, dann kann es auch schon ans Verkleben gehen. Ich werde jetzt erstmal die Mattungspapiere aufeinander kleben. So, und bei dieser Karte möchte ich das Schild jetzt hier unteren Bereich schön mittig platzieren. So, das drücke ich jetzt noch nicht gleich ganz doll an, da ich jetzt noch ein paar grüne Zweige hier so mit unterschieben möchte.
Jetzt können wir die Schmetterlinge schon mal so ein bisschen Probe liegen lassen hier. Der soll so ein bisschen hier rausflattern. Den möchte ich gerne hier oben haben. Der kleine Süße kommt hier unten rauf. Der kann so ein bisschen über den Rand gehen. Und jetzt fehlt mir hier noch eine Kleinigkeit. Und da muss ich mal schauen, was mir da noch so gefallen könnte. Ja, ich glaube, so ganz kleine grüne Spitze hier unten. Na, doch lieber abschneiden. Ja, würde gut aussehen. Bevor ich jetzt den letzten kleinen Freund hier unten aufklebe, habe ich erstmal die Mattungspapiere mit der Grundkarte verbunden. Ja, habe ich hier ein bisschen mehr Spielraum und werde den letzten Schmetterling auch aufkleben. So ein bisschen über den Rand rüber gehen. Das gleiche mit der zweiten Karte auch. Klebe ich auch erst wieder die Mattungspapiere aufeinander. Diesen Schmetterling werde ich jetzt hier so ein bisschen über den Rand drüber setzen. Über alle Mattungspapiere hinweg. Und ihn jetzt einfach hier so abschneiden. Bevor ich das letzte Blatt hier oben noch mit draufklebe, werde ich mir erstmal wieder meine Mattungspapiere mit der Grundkarte verkleben. Und somit sind die drei Karten hier auch schon fertig. Die anderen neun werde ich jetzt genauso weiterwerkeln. Die gleiche Variante mit der Schablone habe ich bei einem anderen Designpapier für einen anderen Anlass fertig gewerkelt. Finde ich besonders klasse, diesen Grau-Weiß-Ton und mit dieser schönen orangen Schleife hier drauf. Das Ganze auch wieder mit Karteneinlegern. Hier ein ganz schlichtes, einfaches, aber sehr edles Design. Hier ist jetzt ein Schlips und hier habe ich einfach den Bogen abgetrennt und so sieht das Ganze aus wie ein Jackett. Hier noch eine zusätzliche Tasche mit aufgeklebt, du bist der Beste überhaupt. Ja, kann man sehr individuell einsetzen. Hier oben der extra Kragen noch mit aufgeklebt und hier unten schönen Geburtstag. Eine richtig tolle Krawatte, auch die wieder, ja. Einfach traumhaft, dieser Orangeton mit den kleinen blauen Blümchen. Sehr klassisch, ruhig, stilvoll. Und natürlich noch eine frische, jugendliche Variante. Und hier wiederholen sich jetzt die anderen Modelle. Da man, wie gesagt, jetzt 12 Karten aus einem 30x30 Bogen rausbekommt. Ich für meinen Teil freue mich erstmal, dass das alles so geklappt hat. Ich bedanke mich bei euch fürs lange Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.